Hinweis: Die Tonaufnahmen finden innerhalb des Unterrichtes statt und nicht in der Pause. Hallo und willkommen. In ungefähr ein paar Sekunden werdet ihr hören, wie die Lautstärke und wie der Unterricht in einigen deutschen Schulen stattfindet. Da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Der Unterricht ist so laut wie der Start eines Flugzeuges am Flughafen Tegel, den es nicht mehr gibt. Es ist unglaublich, wie laut es in einigen Schulen wirklich ist. Ich selber als pädagogische Fachkraft und Schulcoach war in sehr vielen Schulen und habe mal einige Mitschnitte und Tonspuren einfach mal mitgenommen. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr und aus einer Stunde Unterricht geht man nur noch mit einer Ibuprofen-Tablette raus. Nach einem ganzen Tag braucht man eine ganze Packung. Es dröhnt einen nach diesem Schultag der Kopf. Die Kinder sind heutzutage nicht mehr zu bändigen, weil einfach die Erziehung in vielen Haushalten fehlt, und die Lehrer müssen das ausgleichen und werden vollkommen ignoriert von den Schülern. Aber hört euch das doch mal selber an. Thank you.
So, habe ich euch zu viel versprochen. Das findet übrigens alles nicht in der Pause statt. Das findet alles im Unterricht statt. Liebe Eltern, eure Direktoren erzählen euch teilweise ziemlich viel Müll. Hinterfragt einfach mal das, was eigentlich stattfindet, und glaubt ihr eher euren Kindern und statt denjenigen, die da eigentlich teilweise sind. Zumindest den Direktoren, die oben sitzen, die einen Ruf zu verlieren haben, nicht den Lehrern. Den Lehrern kann man ruhig glauben, aber viele Direktoren verheimlichen mehr, als gesagt werden sollte. Und ihr merkt, ihr habt selber gehört an der Lautstärke, es ist unheimlich laut. Und so findet in vielen Schulen der reguläre Unterricht statt. Und da fragt euch mal, wo bekommen eure Kinder die schlechten Noten her? Man kann sich bei dieser Lautstärke nicht mehr konzentrieren. Also, das war mein Hinweis, wie es wirklich in deutschen Schulen abläuft.